Wäre nämlich diese Sache. 1, 2, 3. So, das passt doch schon viel besser. Somit komme ich dann doch wesentlich günstiger weg. Hier habe ich dann meine 3er-5er-Schiene. Genau, und hier käme ich jetzt eins nach vorne. Hier müsste ich eins nach vorne kommen. Gerade mal nachprüfen. Den hatten wir. Korrekt. Den habe ich zugebaut. Hier hat man den 5er. Dann komme ich eins nach vorne. 1, 2, 3. Habe ich hier ein 3er oder ein 5er? 1, 2, 3. Alter, jetzt mach mich nicht schwach. Ja. 1, 2, 3er Lücke. Dann habe ich den hier. Dann habe ich 1, 2, 1er Lücke. Dann habe ich 1, 2, 3. Und habe da nochmal einen. Okay, du kommst weg. Der ist richtig. Der ist falsch. Der ist natürlich auch falsch. Und hier, die kann ich natürlich alle abhauen. Ah, fantastisch. Uah. Was haben wir da bloß gemacht? Natürlich direkt falsch angefangen, falsch ausgemessen, einfach nicht aufgepasst. Naja, kann passieren. Was sonst? Dann bauen wir halt alles wieder ab. Dann nehme ich mir die Stones und haue erstmal wieder ein bisschen Dreck gleich hier rein. Zwei darüber. So, und hier haben wir nämlich diesen Rand, den schönen. Da gehe ich dann eins zurück. Und hiervon gehe ich dann nochmal. Ach, Moment, jetzt sind wir vorne. Bisschen vorne, genau. Dann mache ich hier jetzt mal einen Fünfer. 1, 2, 3, 4, 5 frei und hau da ein. Oh. Junge, Junge. Aha. Hier sind wir jetzt richtig. Ballern da einen rein und schon passt es wieder. Das hier wird das Ende sein, tatsächlich. Also 1, 2, 3, 4, 5. Bis da muss ich. So, jetzt haben wir es tatsächlich. Na, ob das jetzt schön aussehen wird, keine Ahnung hier. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen frei. Bevor ich schlafe, wir hier ein bisschen Befreiungsaktion. So, es wird schon wieder duster, ich muss schon wieder schlafen gehen. Dann machen wir das doch einfach diesmal nicht im Herrenhaus, sondern in meiner provisorischen Hütte, hier auf dieser kleinen Pritsche. Ziemlich unbequem hier. Verdammt, die Bettwanzen. So, weiter geht's. Ja, wir haben noch genügend frei und das Bäumchen da hinten dürfte auch schon wieder... Habe ich das überhaupt gesetzt? Jetzt muss ich gerade mal... Das Bäumchen ist gewachsen da oben. Schon wieder so hoch. Ihr seht also, es lohnt sich wirklich, diese Viererblöcke zu setzen. Da gibt es extrem viel Holz raus. Nun denn, an dieser Stelle bauen wir erstmal wieder weiter. Schnubbidubidub. Muss ich die jetzt abbauen? Augenblick, 1, 2, nein, die muss ich nicht abhauen. Den lasse ich erstmal so weit. Der ging, ach so, das war der an dieser Stelle. Da muss auf jeden Fall rausgehauen werden. Hier und da. So. Wieso steht der eigentlich noch? Der muss doch weg. Weil wir sind weiter vorgegangen. Ja, genau. Mach dich mal hier vom Acker, genau wie du und du. Verschwendet. Unglaublich. Muss ich jetzt sogar ein Stück weiter nach hinten? Nein, das kann doch nicht sein. Bin hier eins vorgegangen, hab hier die Kante. Der ist eins vor. Ein Fünfer, hab hier die Kante. Also da. Und geh da erst zurück. Eieiei, ist das ein Stück weiter, aber richtig weit. Na dann. Auf gut Glück wird jetzt hier gar nichts mehr gemacht. Nur noch wirklich auf Abzählung. So, da vorne war nämlich alles falsch. Tutto completo. Im Eimo. Caputo, Pluto. So, bevor ich jetzt wieder Scheiße laber.
Diese Wand war die einzige, die richtig gesetzt war. Schon ein bisschen doof. Schon ein bisschen totally doof. Die eine ging darüber, tatsächlich die eine ging hier rüber, tatsächlich. So, dann sammeln wir nochmal alles schön richtig auf. Hier sind wir rübergegangen und dann müssen wir 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wird tatsächlich 5 hier rübergehen. Oh, wei, oh, wei. Und machen hier diesen Schenkel. Dann stimmt der nämlich hier auch nicht. Augenblick, ich muss tatsächlich schon wieder rüber gucken. Das ist immer so eine Sache. Das waren 5, das waren 5 und da kam dann diese eine Ecke. Und von hier aus sind es dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da sind es dann nochmal 5. Gucken wir das Blöckchen mal hier weg. Du auch. Tschüss. Hast hier nichts verloren. 1, 2, 3, 4, 5. Dahin. Das ist nämlich auch ein Fünfer. Ihr seht, ich habe hier schon wieder Blödsinn gebaut. Das muss auch ein Fünfer sein. Fünf, da, passt. So. Wir nähern uns der Endstufe, dem... Wollte ich gerade Endsieg sagen? Ach, so ein Quatsch. So sieht es schon viel besser aus. Dann können wir die Erde wegpacken. Augenblick mal gerade, hatten wir hier irgendwo noch... Nee, das war ja soweit korrekt. Das war korrekt. Ah, das sieht auch schon viel besser aus. Wesentlich größer und angenehmer. Und jetzt haben wir da vorne diese kurze Schiene. Ja. Ehrlich. Na, wenn das mal nicht schön ist. An diesen Stellen, dort habe ich schon was ausgehoben. Entschuldigung, ich muss sie stehen lassen. Und 1, 2, 3. War das der Dreier? Ja, das war der Dreier. Da war der Fünfer. Das sollte dann endlich mal so stimmen. Dieser Stelle eine gleiche Welle. Ja, mache ich ebenfalls so. Da. Da auch. Da auch. Hier machen wir das gleiche. Schabbelchen. Da setzen wir. Da setzen wir. So, die bleiben so, wie sie sind. Diesen hier. Und... Moment, das ist die Innenwand. Die bleibt... Den. Das hier ist wieder die Innenwand. Den. Ah, hervorragend. So, an dieser Stelle lasse ich das mal noch. Und hier haben wir dann schon wieder 1, 2. Perfekt. So und so. Setzen wir nochmal genauso, wie es gebraucht und benötigt wird. Hätte ich das mal direkt zu Anfang angemacht, dann hätte ich mir so einiges erspart hier vorne. So, jetzt können wir nochmal unsere Stone Bricks reinpfeffern. Wir haben da eine Wand bis hierhin. 1, 2, 3, 4, 5. Da. So. Ach so, ich könnte jetzt hier, genau, hier könnte ich ja fast hochklettern. Aber auch nur... Fast. An der Stelle wäre ich dann schon wieder ganz oben. 1, 2, 3, 4. Genau, hier wäre ich jetzt oben und könnte hier locker runtersteigen. Prima, dann lasse ich mir das mal hier zum Hochkrabbeln. Dann gucken wir doch, komme ich da rüber? Uiuiui. Vielleicht müsste ich das ein bisschen anders machen. Also dunkles Holz, Spruce Wood Planks haben wir ebenfalls. Tun wir doch einfach mal schon mal hier rein. Da. 2, 3, so. Passt doch eigentlich. Machen wir uns schon mal die Planks hier rein. Ne? Kann ja so nicht verkehrt sein. Ja.
Lass das jetzt mal so stehen. Dann hat man wenigstens schon mal den Anfang, den Holy Beginning. The Holy Anfang. Guck mal, gerade waren das 3. Jetzt muss ich doch tatsächlich schon wieder umschalten und nachschauen. Ja, das waren wirklich 3. Es muss so funktioniert haben. At this place. Nochmal zurück zu Lück. Mann, das ist so düsteres, böses Holz. Hoi. Very, very böse. Also hier und da und da. Dann passt das ja schon mal fast. Könnte man sagen. Ich baue da gleich nochmal zu. Keine Sorge, das wird alles noch perfektioniert. An dieser Stelle geht's hier hoch, da hoch, da hoch. Ja. Why not? Ah, passt nicht. Oh, sind wir schon so weit? 1, 2. 3, 4, 5. Tatsächlich, diese Höhe haben wir erreicht. Ja, dann baller ich einfach zu. Ja, und lass mich mal wieder fallen. Sieht schon etwas besser aus. Man kann es natürlich in einem Zuge mit Fliegen machen. Und es sieht dann, ja, geht schneller. Interessiert mich jetzt auch nicht mehr so. So, wir brauchen Treppestufe. Wir brauchen Treppchen. Ich guck mal gerade, was ich noch ein Treppchen hier habe. Ultra-Trappen, das sind Acacia-Wood-Traps, hier sind Spruce-Wood-Traps. Oh, hervorragend. Die können wir natürlich gut gebrauchen. Wir brauchen aber noch wesentlich mehr davon. Nein, nicht da, sondern hier. Spruce-Wood hole ich mir mal. Akazia? Moment mal gerade. Akazia brauche ich jetzt wirklich nicht. Hier auch nicht. Oakwood brauchen wir erst recht nicht. Wir brauchen jetzt erstmal nur Spruce. Spruce die Moose. So, immer Akazien, hier haben wir noch Spruce. Ja, komm. Hau mal rein. Ein paar Planks. Ein paar Treppich. 34 Treppen. Könnte sein, dass es schon ausreicht. Nehmen wir uns mal hiervon noch einen ganzen Satz mit und gucken, was wir damit jetzt anstellen können. Ich setze dann einfach schon mal die Treppchen hier unten rein. Da und da. So. Da. Oh. Oh, da komme ich ja gar nicht hin. Aha. Ja, dann müsste ich die Stone Bricks. Moment. Ich muss da hinten noch zumachen. Diese Stelle wird gestonebricked. Es wird schon wieder duster. Kann das mal einer sein lassen, bitte? Dauernd das Licht auszuknipsen hier. So, einmal Stonebricks weniger. Das ist schon mal Erleichterung. Jetzt aber hurtig. Wow. Gib Gas. Pennen wie die Hirnen. So, was ist das denn? Do you English? No, I German. Habe ich ganz übersehen, dass der Eels hier etwas gemacht hat. Mal direkt mal so machen. Well, I could speak English, Eels. It's no problem for me. But I guess I need the video to post it later on YouTube. So there got only German viewers. Oh, wir gucken mal. This house has been constructed by Taruk, a German Let's Player, not by me. I'm just building it from his plans. Dann schauen wir doch einfach mal weiter. Also, wir haben hier schon mal die ganzen Treppchen. Die muss ich jetzt hier natürlich auch noch gut setzen. Die Treppen. 1, 2. Waren das hier oben auch? Nee, der muss hier runter. So. Ach, Quatsch.